Also, was ich hier brauche, ist als erstes natürlich mein Schabkarton. Vorsicht, dass ihr den nicht aus Versehen schon einkratzt. Dann ein Graphitpapier, das ist wie Kohlepapier, nur gibt es auch in anderen, also auch hellen Farben. Meines ist gelb und es ist eben auf einer Seite beschichtet mit so einer Pigmentschicht. Mit dieser Seite nach unten lege ich es auf den Schabkarton drauf und da drauf mein ausgedrucktes Referenzfoto. Damit kann ich jetzt Umrisslinien, wie ihr seht, habe ich das schon mal versucht, durchdrücken. Durch dieses Graphitpapier. Also wenn es einmal drauf liegt, bitte festhalten und nicht mehr verrutschen. Es geht jetzt nicht darum, eine super detaillierte Zeichnung anzufertigen, sondern wirklich nur die wichtigsten Umrisse zu übertragen, damit ihr nachher in den korrekten Größenverhältnissen arbeiten könnt. Aber bitte macht es nicht zu detailliert. Es ist unnötig. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so leicht mit diesem Papier. Naja, es ist kaum sichtbar, muss ich zugeben. Okay, jetzt zeichne ich mir ein, bis wohin die Schatten circa gehen. Das ist natürlich subtiler, also da auch nicht zu genau werden. Das soll nur der Orientierung dienen. Ja, wie gesagt, nicht viel zu sehen, aber genug, um damit arbeiten zu können. Gut, im nächsten Schritt beginne ich jetzt mit Hilfe meines Referenzfotos. Ich habe es mir hier noch einmal ausgedruckt in besserer Qualität. Ihr könnt es natürlich auch am Bildschirm anschauen. Und einem spitzen Kratzwerkzeug mein Bild herauszuarbeiten. Und zwar wichtig, hier geht es hier darum, dass ich weiß auf schwarz arbeite. Also ich werde jetzt nicht diese Konturen nachziehen oder wenn dann nur ganz, ganz leicht, sondern was ich hier zeichne, ist das Weiße. Achtung, das ist, wenn man es zum ersten Mal macht, ein bisschen tricky, weil wir sind einfach gewohnt, schwarz auf weiß zu zeichnen. Im Zweifelsfall macht es die Flächen lieber ein bisschen kleiner, weil später mehr rauskratzen kann man ja immer noch. Und hier ist es natürlich sinnvoll, mit den allerhellsten Stellen zu beginnen und die Zwischentöne auch dann erst Stück für Stück rauszuarbeiten. Das bei den Lippen ist sehr schwierig, weil da die wichtigsten Stellen, sprich die Mundwinkel, alle komplett im Dunkeln liegen und ich darf ja keine dunklen Stellen zeichnen. Und hier zum Beispiel die Übergänge zwischen Gesicht und Haaren kann ich eigentlich gar nicht sehen. So dunkel wie es da ist, das ist jetzt wichtig, dass ich die auch nicht erfinde. Da sehe ich ein bisschen was da nicht, okay, dann bleibt es halt schwarz. Bei den Haaren bitte keine Linien durchziehen, die sind ja auch hier nicht einfach mit einer geraden Linie, sondern da kann man schon beginnen, die Struktur zumindest anzudeuten. Was hier sich natürlich anbietet beim Schraffieren ist, dass ich mit den Linien, mit denen ich meine Tonwerte jetzt rausschraffiere, der Form jeweils folge. Also ich mache die nicht irgendwie, sondern ich schaue, was ist hier für eine Form. Zum Beispiel hier bei der Stirne gibt es eine bestimmte Wölbung. Wenn ihr das schaut, zwischen den Augenbrauen gibt es so eine Linie und dann hier, wo die Nase ansetzt, ist eine andere Wölbung, die ist konkav. Und wenn ich mit den Linien versuche,
diese Wölbungen nachzuempfinden, dann hilft mir das bei einer Darstellung von Plastizität. Was gerade in so einem Fall, wo man die Linien ganz genau sieht und nichts verschmiert und nichts verwischt, eine gute Idee ist. Ich kann natürlich auch, so wie ich das hier schon gemacht habe, Kreuzschraffuren machen. Auch da ist es cool, wenn die eine bestimmte Richtung haben. Also wiederum hier ergibt sich hier so eine quasi eine Kreuzung von zwei verschiedenen Wölbungen. Und ich bemühe mich immer, meine Schraffuren dementsprechend auch anzulegen. Ich werde noch öfter drüber gehen, das finde ich übersichtlicher, wenn ich Stück für Stück aus dem ganzen Bild halbwegs gleichmäßig diese hellen Stellen rausarbeite, als wenn ich zuerst eine Stelle komplett mache und weil das andere noch nicht fertig ist. Wenn ihr unsicher seid dann und lieber erst ein bisschen ausprobieren möchtet, ohne Angst zu haben, dass irgendwas Schlimmes passiert, Schlimmes passiert eh nicht, dann nehmt sich eine Stelle, wo es keinen großen Unterschied macht, ob sie korrekt ist oder nicht, wie zum Beispiel diesen Schmuck. Da ist es kein Drama, wenn es ein bisschen anders ausschaut. Und im Zweifelsfall sind diese Details natürlich auch nicht so wichtig. Also wenn es euch nicht freut, dann lasst es einfach weg. Wichtig sind die Gesichtszüge. Alles andere kann man bei einem Porträt getrost vernachlässigen. Und das ist auch eigentlich oft eine gute Idee. Weil wenn man zu viele Details macht, dann lenkt es mitunter ab vom Wesentlichen. Oder wenn man sich unsicher ist beim Zeichnen, dann kann es oft passieren, dass man sich in diesen Details verzettelt, die einem leichter vorkommen, die auch leichter sind. Und dann nicht mehr so viel Sorgfalt auf das verwendet, worauf man eigentlich fokussieren sollte. Und das schaut dann ganz komisch aus, wenn man so perfekte Kleidung zum Beispiel gezeichnet hat, aber das Gesicht irgendwie nur halb fertig ist. Das wollen wir auch vermeiden. Deswegen deute ich hier zum Beispiel diese Ketten nur an, weil ehrlich gesagt so spannend sind die ja nicht. Gut, ich mache jetzt hier eine Pause, weil ich in die Schule muss. Und später geht's weiter. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say I'm loud, say I'm clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me, then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing to live. I wish I could do. Ja, ich glaube, da belasse ich es jetzt. Ich habe ein paar Kleinigkeiten hier zum Beispiel mit schwarzem Filzstift ausgebessert. Allerdings wirklich nur Kleinigkeiten, weil ich will ja nicht den Charakter dieser Kratzzeichnung zerstören. Und damit bin ich eigentlich gut, und damit bin ich fertig.
An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times. I think that is true of painters, sculptors, poets, musicians. As far as I'm concerned, it's their choice. But I choose to reflect the times and the situations in which I find myself. That, to me, is my duty. And at this crucial time in our lives, when everything is so desperate, when every day is a matter of survival, I don't think you can help but be involved. Young people, black and white, know this. That's why they're so involved in politics. We will shape and mold this country, or it will not be molded and shaped at all anymore. So I don't think you have a choice. How can you be an artist and not reflect the times? Sing, hang, 'cause I know.